verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich darf euch alle im Namen der Marktgemeinde bei uns im schönen, aber doch ein bisschen heißen Holzach begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise und Sie werden ein paar schöne Stunden bei uns in Holzach verbringen. Ja, liebe Teilnehmer, ich habe ja Markus Ottmar bei mir, bekannt von Blickpunkt Sport, brauche ich nicht lange vorstellen, ich glaube, es kennt jeder. Markus, freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Also ich freue mich tierisch drauf. Eine tolle Aktion, glaube ich, in 10 Wochen 10 Kilometer zu bewältigen, und das schaffen wir alle heute. Vor allen Dingen schütten Sie das Wasser über Ihren Kopf, damit der kühl bleibt, und dann wird es schon werden. Alles Gute, ciao. Super Jungs, wieder mal ein Tag, super. Klasse. Weil heute muss man wirklich von der PC-Mannschaft zustellen. Absolut. Laut sehen, zum dritten Mal im Finale. Stolz und Freude haben wir natürlich im Gesicht über beide Wochen. Freuen wir uns. Und ich denke auch, dass das herausragende Event ist, diesem Grundsatz. Unser Abendschau heute aus dem Herbst, der aber auch uns auf Englischen Family, meine Damen und Herren, es war nicht Keep on Running, sondern The Wanderer, wobei Chris Martin, man dazu sagen darf, bei Lauf 10 muss nicht gelaufen und gerannt werden, zwischendurch darf man auch mal gehen, und ihr schwitzt auch sauber. Wie ist es da drin in dem Trikot von Elvis Presley sozusagen? Das ist ein besonderes Trikot, das ist natürlich sehr atmungsaktiv, richtig für meine ganze Kreislauf und mein Befinden, ja, und schwitzt. Hello!
das aber nochmal anschauen. Das war sozusagen dein großer Moment, als du hier im Ziel reingekommen bist. Und natürlich der Stefan. Gell? Wo schöne Frauen sind, da bist du nicht weit. Bei der Bürgerfreie Werbung werden die. Die haben da viel zu viel Kult. Also müssen wir da besser finden.